Servus, grüßt euch, da bin ich wieder, der Wolfi. Das letzte Mal, wo ich den Mamakuchen gemacht habe, ist mir doch tatsächlich ein Manlöhr passiert. Da wollte ich den mit Puderzucker bestauben und habe keinen Puderzucker mehr gehabt. Tja, was machen? Da ist mir eingefallen, ich weiß ja das, wie man selber einen Puderzucker macht. Und wenn ihr es hier wissen wollt, wie es ich gemacht habe, und wenn ihr es ihr selber ruckzuck selber machen könnt, bleibt's dran. Nach dem Intro, da zeige ich euch, das ist eine Ruckzuck-Geschichte. Auf geht's, bis gleich. Ja, was braucht man? Ihr seht es, ich habe meine alte Mühle hier gerichtet. Die brauche ich immer wieder mal. Alt, aber sehr funktionell und praktisch. Des Weiteren braucht man Zucker. Schaut mal her, ich mache das alles komplett ohne Schnitt, damit ihr seht, wie einfach, simpel und kostensparend die Sache ist. Aha. Und los geht's. Da ist wichtig dabei, ein bisschen hin und her wackeln, wie ich es gerade gemacht habe, damit auch alles schön gleichmäßig gemahlen wird. Wichtig dabei ist, wenn ihr so eine Mühle benutzt, nehmt nicht zu viel hinein. Das verzeiht euch die Maschine nicht. Wir sind gleich fertig. So. Das, liebe Freunde, das war es schon. Seht ihr das? Feinster Puderzucker. Ich kann euch das nur empfehlen, wenn es euch mal so geht wie mir. Nicht gleich verrückt werden, nicht gleich nervös werden, macht's ihn euch einfach selber. In dem Sinne wünsche ich euch einen recht schönen Tag und sage Dankeschön fürs Dasein. Für's euch, Servus, der Wolfi.